Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farm Manager 2018 hier bei Heisenberg Zockt. Ach, es ist auch wieder schön ruhig und fast schon ein bisschen romantisch, wenn nicht gar idyllisch. Aber ja, es gibt halt auch einiges zu tun, man sieht's hier. Die Kollegen sind mit der Schaufel unterwegs. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Hier hinten eigentlich bei diesem Feld. Das wollte ich ja eigentlich per Maschine noch fertig pflügen. Jetzt ist aber da wir das Pflügen, das Manuelle, abgebrochen haben, irgendwie hier nichts mehr auszuwählen. Nicht, dass das jetzt hier buggt, das wäre schade. Was ich mir auch gerade noch überlegt habe, warum gibt es hier noch keine Mods für dieses Spiel? Das wäre doch eigentlich auch ein Spiel, da könnte man modden. Es müssten sich wahrscheinlich nur ein paar Leute finden, ich weiß es nicht. Und ich bin nicht Modder, also ich kann das nicht. Aber, ja, fiel mir jetzt nur gerade ein. Ich weiß nicht mal, was man genau modden könnte. Aber man könnte natürlich sehr, sehr vieles machen. Was mir jetzt gerade auch noch einfällt. Können wir eigentlich dieses Gebäude hier vielleicht nochmal ausbauen? Wo war denn das gleich nochmal? Gebäude ausbauen. Das müsste irgendwo hier gewesen sein. Verbesserung am Gebäude. 900.000? Echt jetzt? Okay, das kostet dann doch ein kleines Vermögen. Kann man denn nur den Hauptsitz ausbauen? Geht das irgendwie bei den anderen Gebäuden nicht? Hier steht zumindest nichts. Größe des Gebäudes, okay. Weiß nicht, wie das geht. Naja, gut, wir müssen jetzt auch nicht Gebäude ausbauen. Mich würde primär interessieren, was wir mit diesem Feld hier machen können. Das müsste doch eigentlich wieder zurückgesetzt werden. Also, dass halt ein Tal gepflügt ist und dass man dann aber eben hier entsprechend die Maschine auswählen kann. Geht offensichtlich nicht. Gut, hier müssen wir düngen. Da fehlen uns aber, glaube ich, die Maschinen. Moment, ich gucke mal schnell. Gülle haben wir nicht genug. Echt jetzt? Müssen wir das kaufen? Wir lassen das mal schnell. Nehmen das weg. Haben wir nicht per Zufall noch irgendwo ein bisschen Mist rumliegen? Wir haben echt nicht genug Mist. Wir haben zu wenig Tiere, weil wir die schlachten. Das ist ein bisschen ein blöder Kreislauf. Ein Teufelskreis eigentlich schon. Naja, gut. Dann kaufen wir halt. Dann kaufen wir aber künstlichen Dünger. Wenn schon, denn schon. Müssen wir da ein bisschen Geduld haben. Und hier hinten waren wir bei den Ballen. Guck an, das ist fertig. Da können wir eigentlich ernten. Und dafür brauchen wir jetzt eben, ja, das Teil, das wir nicht haben. Haben wir nichts, wo wir ernten können? Also beziehungsweise Anhänger für Strohballen. Das Problem ist halt, Äpfel brauchen andere Anhänger. Die brauchen andere Anhänger. Was kostest du denn? 2,7. Kaufen wir. Platz haben wir. Wird geliefert. Dann können wir das nachher maschinell machen. Okay. Gut. So, was haben wir hier noch für ein schönes Zeichen? Oh, da wurde produziert. Okay. Können wir das verkaufen? Bienenstöcke 10, Betreuer, Lager. Möchte das gerne verkaufen. Geht nicht. Zumindest nicht hier direkt. Wie sieht es beim Markt aus? Verkaufen. Da, Rapshonig. Autohandel. Der ist jetzt natürlich wieder nicht zu oberst. Wo ist hier Rapshonig? Rapshonig. Bitte alle, allen Honig verkaufen. Was haben wir hier sonst noch gehabt? Also nochmal zumachen. Blütenhonig. Okay, Blütenhonig bitte ebenso verkaufen. Blütenhonig. Buchweizenhonig. Haben wir den? Wo haben wir den denn her? Das ist eigentlich logisch, da, weil wir da das Buchweizenfeld haben. Aber da haben wir doch nichts am Lager. Hä? Das ist interessant. Habe ich falsch gelesen? Ist ja egal. Wir machen Autohandel. Buchweizenhonig hier oben. Verkaufen alles. Dankeschön. Anzeigen. Die Hühnchen. Einmal Inseminator rufen und bestens. Und ich denke, wir verdienen durchaus unser Geld. Das Problem ist aber, wir geben so viel Geld aus, weil wir hier immer noch am Aufbauen sind, das Ganze. Dass das halt niemals wirklich Gewinn abwerfen kann. Was? Aufgabe? Ach so, okay. Ja, das läuft eigentlich alles. Ausgaben haben wir halt relativ hohe. Und Einnahmen, ja, haben wir eigentlich auch genügend. Aber wie gesagt, wenn wir natürlich immer wieder Geräte kaufen und natürlich auch immer wieder neue Arbeiter einstellen, das kostet halt alles auch entsprechend Geld. Das ist ganz klar. Oh, noch ein Tag, dann gibt es wieder ein bisschen Gras. Sehr schön, obwohl wir hier eigentlich Gärfutter haben wir noch genug. Wenn das Lager voll ist, müssen wir gucken, dass wir das wahrscheinlich dann auch verticken werden. Haben wir jetzt diesen Anhänger schon bekommen? Ich glaube ja, da hinten sieht man es. Maschine, automatisch, jawohl. Bitte arbeiten, danke. Und ich bin wirklich kurz davor, dass wir uns doch noch einen zweiten Truck kaufen, also einen Traktor, damit wir hier eben
wirklich gleichzeitig arbeiten können, weil uns rennt auch ein bisschen die Zeit davon. Oh, jetzt funktioniert es wieder. Jetzt können wir hier wieder pflügen. Das hat einfach ein Momentchen gedauert. Gut, dann war es zum Glück doch kein Bug. Aber eben, jetzt haben wir natürlich den Truck nicht. Doch, wir haben ihn. Ach, dann nimmt er den Traktor für Obstanbau. Na, dann mach mal. Der weiß ja nicht, was das hier wird. Aber pflügen ist pflügen. Also der pflügt nicht anders, nur weil das dann Obst wird, hoffe ich mal. Weil normalerweise kann man den Obstanbautraktor ja tatsächlich nur verwenden, wenn man was bei den Äpfeln macht. Naja, wie auch immer. Wir lassen den mal arbeiten. Was haben wir hier? Geerntete Erträge. Genau, da müssen wir immer noch warten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das einfach so laufen lassen können. Wäre halt blöd, wenn wir nichts machen, weil die Äpfel dauern so lange, die könnten wir auch relativ gut über den Winter sozusagen ziehen lassen. Wenn wir dann jetzt zu lange warten, dann ist wieder Häschen. Moment, Häschen gerne. Weil dann ist dann wieder, ja, wie soll ich sagen, dann dauert es dann wieder ewig, bis wir Äpfel haben, wenn wir da erst im nächsten Sommer damit anfangen. Sammelte Ballen, okay, Lupine. Lassen wir auch mal laufen, weil im Prinzip ist es egal, das können wir jetzt eigentlich alles mal so laufen lassen. Jetzt kommt dann eh gleich der Winter. Dann müssen wir hier eigentlich nichts mehr anpflanzen. Das wäre schade, wenn das dann wieder kaputt geht. Aber hier, jetzt müssten wir doch hier eigentlich genau Paprika haben. Und dann wünsche ich frohes Säen. Hier haben wir Erdbeeren, die sind auch okay. Paprika und Erdbeeren waren das. Hier haben wir Paprika. Hier haben wir rote Paprika. Ach, das ist gar nicht das gleiche. Doch, rote Paprika. Und hier haben wir Tomaten. Tomaten. Da müssen wir wenigstens nicht mehr neu säen. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Wächst. 16 Tage. Gut. Jetzt das Gras hier hinten nicht vergessen. Da kommt gerade der Trecker, der macht die Ballen. Da können wir jetzt auch ernten. Aber jetzt haben wir definitiv kein Fahrzeug mehr dafür. Ja, sieht man. Da fehlt der Truck. Das können wir uns schenken. Wir können mal kurz gucken. Vielleicht können wir ja irgendwie, wo war gleich nochmal Maschinen-Dingens? Hier. Wir brauchen einen Traktor. Und zwar irgendwie, wenn es geht, vielleicht sogar einen gebrauchten. Damit kann man irgendwie angeblich sogar cheaten. Wenn man die wieder instand setzt, dann kann man sie viel teurer wieder verkaufen. Und das ist dann eine Form von Cheaten, weil man da wirklich Reibach machen kann. Aber wir sind ja auch nicht hier, um jetzt reich zu werden auf dem Bauernhof, sondern weil es eben Spaß macht. Also was kostet dir denn? Der Rega würde 29.000 kosten. Was kosten die neu? 40.000. Und der Ethos, das ist ein rechtes Monster. Den gibt es halt leider nicht gebraucht. Die Schweinchen. Den gibt es leider nicht gebraucht. Jetzt ist das hier wieder weg. Den müssen wir neu kaufen. Dann hätten wir wieder fast kein Geld mehr. Wir werden sowieso nochmal Kredit aufnehmen müssen. Ist eigentlich egal. Sollen wir uns hier mal noch irgendwie diesen Ferrari kaufen unter den Dingens? Ich würde sagen, ja, den gönnen wir uns. Kaufen. Parkplatz 3, der darf gerne draußen stehen, damit man ihn auch sieht. Ich hoffe mal, das hat keinen Einfluss hier mit der Witterung und so weiter. Nicht, dass hier mit die Geräte, die draußen stehen, eher kaputt gehen, wie diejenigen, die hier in der Garage drin sind. Ja, das ist eh der Traktor. Wisst ihr was? Mit dem könnten wir hier eigentlich noch kurz hier hin und dann werden wir nachher mit dem neuen Traktor, sobald er geliefert wird, hier in die Garage reingehen. Das müssen wir dann wahrscheinlich nochmal einstellen. Nehme ich doch mal stark an. Gut, seid ihr soweit fertig? Moment, ich gucke nochmal. Der da hinten ist jetzt hier am Pflügen mit seinem Traktor. Sehr schön, genau wie wir das wollten. Hier, was die manuell gemacht haben, ist wieder weg. Aber das ist ja egal. Dann war das ein bisschen Beschäftigungstherapie in Ordnung. Hier können wir halt auch nichts machen. Wir haben tatsächlich die Dingens nicht. Kultivieren? Ne, die haben wir doch schon kultiviert. Jetzt wird hier eigentlich gedüngt. Maschine auswählen. Ach so, ja, der Mist hat uns noch gefehlt. Genau, wie das wieder klingt. Ja, jetzt fehlt uns hier der Truck. Aber der kommt, der kommt, der wird geliefert. Kommst du da schon angedackelt? Bist du denn unsere neue Maschine? Ne, die war blau. Da kommt doch unser neuer Panzer. Cool, er fährt zwar falsch, weil den müssen wir noch neu zuweisen, das machen wir gleich. Umparken kann ich erst, wenn er hier hinten steht. Wobei, eigentlich wäre es doof, den jetzt umzuparken, wenn wir ihn da brauchen. Für den Moment lassen wir den mal hier. Aber jetzt können wir hier nämlich tatsächlich düngen, auswählen, Mist, Maschine, vervollständigen. Wunderbar. So, jetzt werden wir hier mehr machen können, weil wir mehr Fahrzeuge haben. Den bitte holen und mal zeigen, was der alles kann. Ist da noch was beschrieben?
Ja, generell zum Thema Traktor, das brauchen wir in dem Sinne nicht. Das Gras. Nee, da können wir jetzt aber nichts machen, nehme ich an. Also so viele Maschinen haben wir dann doch nicht. Oh, doch, geht. Guck mal. Dann sind die anderen auch schon fertig hier hinten. Gut, gut, gut. Hier müssen wir. Gesammelte Ballen. Wir sind doch fertig. Das können wir laufen lassen. Aber Weizen müssen wir, glaube ich, nochmal neu ansehen. Beziehungsweise kultivieren. Aber hier steht ja, dass alles in Ordnung ist. Warum kann ich denn jetzt nicht neu, meinetwegen, düngen? Auch das müssen wir nicht mal. Die Fruchtbarkeit und so ist ja auch okay. Prinzip müsste man doch hier einmal da säen können. Wir lassen das Feld mal stehen. Einfach so, wie wir es gerade haben. Da wird geerntet. Bodenqualität, Feuchtigkeit. Hier muss ich wegen der Feuchtigkeit eigentlich nicht gucken. Ich möchte jetzt bei den anderen nochmal schnell schauen, wie es aussieht mit der Feuchtigkeit. Hier zum Beispiel garstig. Aber hier müssen wir auch in Ballen pressen. Das können die Leute manuell machen. Da ist das Feld sowieso zu klein. Da muss man gar nicht überlegen. Gesammelte Ballen. Die Lupine. Okay. Hier sind wir bei der Erdbeere. Die wächst, aber die hat kein Wasser. So, bitte gießen. Und hier haben wir auch... Hier können wir auch noch. Das schadet nicht, weil wir haben sowieso gerade eigentlich relativ viele Leute hier, die nichts zu tun haben. Dann können wir die da mal einsetzen. Wie sieht es hier hinten aus? Dieses Feld hier sieht eigentlich auch schon fertig aus. Beziehungsweise nein, hier wird erst gedüngt. Ah, da kommen sie. Guck mal, mit dem neuen Traktor. Sehr nett. Hallöchen. Na, cool das Ding? Ich hoffe mal. Ich hoffe, du hast Spaß daran. Da hätten wir jetzt natürlich auch darauf achten müssen, dass wir jetzt hier wieder jemanden benutzen, der sich wirklich mit Traktoren auskennt. Dann wäre der Verschleiß der Maschine nicht ganz so groß. Aber das ist so eine Detailarbeit, das geht mir dann irgendwie fast ein bisschen zu weit, dass ich auf das auch noch achte, weil ich möchte primär, ihr merkt es wahrscheinlich auch, bauen. Ich habe Spaß am Bauen, dass das hier größer wird und dass es in sich irgendwie funktioniert. Jetzt wollte ich gerade sagen, wo will der hin? Nein, nein, der ist damit beschäftigt. Das sieht man sogar. Guck mal, wie hinten das Zeug rauskommt. Aber cool, das ist halt eben auch etwas Schönes an dem Spiel, oder? Etwas vom Coolsten an dem Spiel, dass wirklich alles animiert ist. Gut. Hier wären wir, glaube ich, fertig. Ne, pflügen dauert ansteht, auch wenn er fertig ist. Ich glaube, das ist erst weg, wenn der wirklich den Traktor und alles wieder weggepackt hat. Mal gucken. Können wir jetzt mal schön beobachten. Na, pack mal weg das gute Stück. Zack, absteigen. Und dann müsste hier eigentlich das Ganze fertig sein. Von wegen, dann müsste hier stehen, gepflügt. Jawohl, haben wir. Dann müssen wir hier kultivieren. Das machen wir natürlich auch wieder mit Maschinen. Einfach weil wir es können. Oh, ne, jetzt haben wir doch zu wenig. Na, müssen wir Geduld haben. Sind tatsächlich alle Traktoren in Verwendung? Nein, der hier ist doch... Ne, wir haben ja zwei haben wir frei. Warum geht das nicht? Nochmal gucken. Maschine, automatisch. Warum haben wir denn jetzt keine verfügbare Maschine? Wenn da im Prinzip zwei Stück rumstehen. Die werden ja im Moment nicht gebraucht. Wurden die noch nicht sozusagen offiziell zurückgegeben? Weiß es nicht. Also da ist doch tatsächlich... Ja, da ist doch einer. Komisch, komisch, komisch. Es mangelt ja tatsächlich, wenn man hier guckt... Moment. Gepflügt. Kultivieren wollte ich. Das habe ich vorher aber auch gemacht. Ja, eben. Dieses Teil haben wir. Der Truck fehlt. Warten die jetzt alle, bis das gute Stück hier wieder in der Garage steht, damit sie auch mal mit dem neuen Traktor fahren dürfen. Hallo? Nehmt gefälligst die alten Traktoren auch. Ach, der ist hier aber trotzdem tatsächlich in Arbeit. Ach, das ist nur der Standplatz. Sehe ich das richtig? Okay. Ah, dann habe ich falsch geguckt. Also der ist hier zugange. Und sonst wäre aber der Obst, der Obstler wäre, glaube ich, noch zu haben. Wenn das nicht gerade der Obstler ist. Nee, das ist der Reger. Aber warum der hier hinten dann nicht will, das ist komisch. Okay, der wird zurückgebracht. Schon fertig hier? Gedüngt, tatsächlich. Wow, okay, dann können wir säen. Moment. Wir säen mal. Was säen wir denn hier? Irgendwas, was eben wirklich nicht dauernd gesät werden muss. Das wären zum Beispiel eben die Tomaten. Kaufen wir doch mal ein paar Tomaten. Tomaten. Tomatensetzling. Gerne kaufen. Dankeschön. Und jetzt hier nochmal gucken, ob wir hier nicht... Ach, jetzt haben wir hier auch schon gedüngt. Jetzt habe ich ein Durcheinander. Moment, Moment, Moment. Gepflügt. Ne, hier müssen wir düngen. Habe ich jetzt hier schon Dingens bestellt? Ist egal. Wir müssen hier zuerst düngen. Düngt mal. Auswählen.
Künstlicher Dünger. Maschine vervollständigen. Jetzt fehlt uns tatsächlich hier wieder das Düngerät. Warten wir. Eins nach dem anderen. Ich kriege langsam ein bisschen durcheinander. Hier haben wir gedüngt. Okay, das heißt, wir können pflanzen. Da müssen wir aber halt zuerst eben die Sachen dann haben. Da müssen wir hier ein Momentchen Geduld haben. Okay, und nichts überstürzen. Hier können wir ernten, sehe ich das richtig? Jawohl. Machen wir gerne. Sehr schön. Dankeschön. 6 Tage warten. 70 Tage. Okay, dauert ein Momentchen. Und hier noch 12 und dann können wir hier auch schon wieder ernten. Gut. Sonst haben wir nirgends mehr ein Erntezeichen, von wegen, dass wir ernten können. Aber hier haben wir gepflügt, das sehe ich richtig. Dann müssen wir hier mal noch kultivieren. Macht mal. Und hier wächst noch Buchweizen, das lassen wir so. Da profitieren ja auch die Bienchen von, beziehungsweise die leben sogar eigentlich davon, dass da was wächst. Deswegen lassen wir das mal stehen. So, der Truck wäre eigentlich frei, aber es liegt ja auch nicht am Truck, dass wir hier nicht arbeiten können. Wir gucken uns das nochmal in Ruhe an. Wir müssen hier kultivieren. Zack. Mit Maschinen. Automatisch vervollständigen. Funktioniert. Und hier wollten wir eigentlich gedüngt wäre es. Genau. Hier wollten wir eigentlich pflanzen. Ja, wir haben aber die Dingens noch nicht. Was machen wir hier? Tomaten machen wir, glaube ich. Tomatensetzlinge. Wird geliefert. 713. Müssen wir Geduld haben. Vielleicht ist er dann hier schon wieder fertig. Und sonst kaufen wir uns halt nochmal einen Truck. Was haben wir an Geld? Oh, es geht abwärts. War mir aber klar. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir können nochmal einen Kredit aufnehmen. Und solange wir Kredite aufnehmen können, sind wir nicht pleite. Und das ist ja dann auch schon mal relativ schön. So, für die Optik wäre es wahrscheinlich cooler, wenn man tatsächlich normale Garagen hätte und nicht diese Parkplätze, weil das sieht ein bisschen unrealistisch aus. Weil ich würde jetzt als Bauer, wäre ich jetzt Landwirt, sicher die Teile nicht irgendwie einfach so draußen hinstellen. Spätestens wenn der Winter kommt, also das tut den Geräten halt einfach definitiv nicht gut. So, du holst dir deinen Truck. Schon cool. Kann ich da mitfahren? Irgendwie kann man doch, wenn ich glaube, wenn ich ihn an, ja, aber ich müsste ihn erwischen. Zack. Jetzt hier die Cam. Irgendwo war doch hier die Cam. Da. Aha, machen wir mal zu. Okay, ist ein bisschen zittrig das Ganze. Das ist so, ja, das sieht man oft bei Spielen, dass wenn diese Ansichten nicht optimiert sind, dass dann die Grafik nicht so ganz mitspielt. Hat fast ein bisschen was von, keine Ahnung, von Beamen? Ne, Beamen funktioniert anders. Da muss man nicht zittern. Außer man hat Angst vor dem Beamen. Also ich meine, dieses Star Trek Beamen. Ne, das ist aber irgendwie, keine Ahnung, Zitteranfall. Wahrscheinlich ist er ein bisschen nervös, weil er das erste Mal mit diesem neuen Traktor fährt und Angst hat, dass er den kaputt macht und dann gibt's Ärger. Gut. Wie sieht's jetzt aus? Haben wir die Sachen bekommen? Jawohl, da sind die Setzlinge. Jetzt fehlt uns hier, was fehlt uns denn dieses Mal? Wir gucken mal. Aha, eine Pflanzmaschine. Braucht da jeder Traktor so ein eigenes Teil? Was kostest du? Die kosten halt nicht viel. Oder gibt's dich vielleicht gebraucht? Nein, so wie es aussieht nicht. Immer mal neu weg. Nein. Nein, 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 nein. Okay, kaufen wir. Gerne Parkplatz. Stellen wir draußen hin. Weil jetzt müssten wir hier den dann mal noch umparken. Kann ich den umparken? Nein, der ist in Gebrauch. Dann kann man nicht umparken. Der müsste erst wieder hier stehen. Das ist jetzt aber auch egal. Der kommt einfach, falls er dann mal wieder nicht mehr gebraucht wird, was wahrscheinlich im Winter dann eher der Fall ist, kriegt er hier seinen neuen Platz in der Garage drin. Ganz klar. So, warum haben wir hier ein Zeichen, dass wir ernten können? Ich kann hier unten nichts machen. Gesammelte Ballen. Weizen. Okay, hier müsste man, wenn, dann müsste man nochmal pflügen. Das möchte ich aber nicht. Das ist doch das Zeichen, dass hier eigentlich geerntet werden kann. Das wurde aber offensichtlich bereits schon. Oder es ist in Arbeit. Ist jetzt gerade ein bisschen Rätsel, warum das so ist. Also entweder müsste ja hier stehen, dass man ernten kann, wenn hier das Zeichen ist, oder das ist halt bereits in Arbeit, aber dann müsste ja irgendwo ein Traktor unterwegs sein. Naja, gut. Egal, wie auch immer. Wir konzentrieren uns nochmal kurz auf hier hinten. Haben wir denn das neue Gerät schon? Nein, das wird wieder geliefert. Dann machen wir kurz schnell. Damit wir schnell in den Besitz kommen. Da kommt's, da kommt's, da kommt's, da kommt. Ich liebe es, wenn ich neue Geräte bekomme. Ah, rote Paprika haben wir geerntet. Okay. So, einmal kurz nach hier hinten. Gedüngt. Hier wollen wir pflanzen. Die Tomaten war unser Begehr. So, Maschinen vervollständigen. Und jetzt haben wir ja auch so ein Teil.
Wie viele Leute brauchen wir denn hier? Obwohl wir mit Maschine arbeiten? So viele? Echt? Okay, ja, machen wir mal. Dann arbeitet mal. Gut. Weiß gar nicht warum, aber dann scheint das irgendwie doch ein bisschen was Spezielles zu sein. Was haben wir hier? Da dauert die Kultivierung an. Das lassen wir flutschen. Kein Ding. Und jetzt können wir hier hinten aber auch noch ernten. Mal gucken, ob es hier funktioniert, wenn wir da irgendwie so was Komisches haben. Ja, hier ist die Ernte möglich. Machen wir manuell logischerweise beim kleinen Feld. Und hier ist halt immer noch nichts eingezeichnet, dass wir irgendwas machen könnten mit diesen gesammelten Ballen. Nach den gesammelten Ballen, das wäre ja das hier, wäre eigentlich das Ballensammeln mal angesagt. Das kann ich hier aber nicht anklicken, aus irgendeinem Grund. Komisch. Naja, es ist wie es ist. Oh, hier haben wir auch noch was zu tun. Hier müssen wir tatsächlich den hier mal noch machen. Funktioniert sogar mit Maschine. Sehr schön. Ach, es ist schön, wenn man mehrere Fahrzeuge hat. Das macht natürlich schon Spaß. So. Okay. Jetzt habe ich bei den Tieren nicht mehr so wirklich jeweils geguckt. Aber ja, da kommen ja Meldungen, wenn sie nichts zu fressen haben. Wir haben jetzt, glaube ich, auch eine relativ große Auswahl mittlerweile an Nahrung. Ja, guck mal, die haben eigentlich alles. Die haben tatsächlich alles. Sie haben Gras, sie haben Gärfutter, die haben Häcksel, die haben Äpfel, die haben Birnen. Also das sind definitiv glückliche Tiere, würde ich mal sagen. Da wäre mir doch gerne selber eine Ziege, manchmal. Wenn man einfach immer alles zu essen kriegt, was man gerade möchte. Sehr schön. Das hier ist ein Rätsel für mich. Ich werde jetzt aber nichts machen. Ich werde nicht kultivieren und nicht pflügen, weil wir müssten hier eigentlich Ballen sammeln, wenn wir hier gesammelte Ballen haben. Wobei, nee, wir haben hier gesammelte Ballen, dann müssten wir eigentlich... Ja, aha, Moment, ich glaube, ich komme doch noch drauf. Die Ballen sind gesammelt. Okay, das heißt, Weizen haben wir. Das würde heißen, wir müssen hier nochmal pflügen. Sehe ich das richtig? Ja, aber dieses Riesenfeld nochmal pflügen. Wenn ich da nochmal gucke, da steht eben nichts von wegen Weizen, dass man beim Weizen nichts machen muss. Aber sollen wir pflügen im September? Ich würde das lassen. Wir machen das im Frühling oder relativ schnell dann. Weil es ist dann zwar gepflügt, oder kann man das pflügen, dann kommt Schnee drauf und wenn der Schnee weg ist, ist das immer noch gepflügt? Fragen über Fragen. Wir können ja mal kurz ja, das Ganze so machen mit Maschinen. Okay, wir pflügen das zumindest mal. Dann haben wir es. Jetzt hier hinten, genau, sind wir auch dran. Wir kontrollieren hier nochmal schnell, was es zu tun gibt. Kultivieren. Kultiviert ist es. Wir könnten hier auch pflanzen. Jetzt müssen wir aber nochmal was auswählen. Und da nehmen wir Erdbeere, Himbeere oder Paprika. Nehmen wir doch Himbeere. Himbeere klingt gut. Okay, kaufen. Und wieder Geduld haben. Und dann können sie dort auch pflanzen. Warum brauchen wir denn jetzt hier für diese Arbeit so viele Leute? Oh, guck mal. Ja, das ist ja cool. Oh, wie cool das ist. Ach, ich liebe es. Das ist ja wirklich extrem gut gemacht. Die sitzen da hinten drauf und ernten dann halt. Deswegen dauert... das dauert nicht deswegen lange, sondern deswegen brauchen wir hier die vier Leute. Das finde ich sensationell. Ach, wie gut das ist. Okay, gut, liebe Freunde, ich würde sagen, mit diesem schönen Erlebnis hier, dass das auch so animiert ist, sagen wir mal Tschüss für diese Folge. Es wird dann, wie gesagt, demnächst wieder Winter, da kommt der Schnee wieder. Ja, und dann werden wir gucken, wie wir da über den Winter kommen. Geld haben wir keines mehr. Wir müssen wieder einen Kredit aufnehmen. Dafür haben wir wieder 111 Erdbeeren. Das gucke ich jetzt nochmal schnell. Mit den Erdbeeren. Verkaufen. Autohandel. Was haben wir eingestellt? Erdbeere verkaufen. Okay. Passt. Gut. Das können wir so laufen lassen. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ist das cool gemacht? Sensationell. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.